Hallo Freunde, bei Andis Quick-Tipps werdet ihr von mir Tricks und Kniffe erfahren, die mir das Leben bei der Holzbearbeitung viel, viel leichter gemacht haben und die auch für den Laien total einfach sind. Heute wird es um das Thema Kleben von Gehrungen gehen. Ihr habt das ja vielleicht schon mal erlebt, wenn ihr einen Schubkasten kleben wolltet, dann habt ihr hier hinten diese Gehrungen dran und wenn ihr die dann kleben wollt, dann rutscht euch das hier so durch die Gegend und eigentlich kann man es dann gar nicht richtig festmachen und man weiß eigentlich gar nicht so richtig, wie man es dann am besten kleben und halten soll. Dafür kriegt ihr von mir heute einen kleinen Tipp. Also ich möchte die beiden kleinen Teile an dieses mittlere Teil ankleben. In Gehrung möglichst. Wie mache ich das? Ich nehme mir Krepppapier, klebe auf jeder Seite des mittleren Teils mir erstmal einen Streifen Krepppapier drauf. Dann drehe ich das ganze Teil wieder um, lege die Seiten genau an die Kanten an. So. Drücke das Ganze ein bisschen fest, damit das Krepppapier richtig dran haftet. Dann kommt Kleber, könnte man jetzt einfach eine kleine Linie ziehen damit. Aber damit ich nicht so viel Kleber verschwende, der dann meistens rausdrückt, benutze ich lieber einen kleinen Pinsel mit Leim und streiche das ganz fein ein. Und wenn das passiert ist, passiert Folgendes. Wie ein Scharnier stelle ich dann die beiden Seitenteile hoch und drücke sie an. Und durch dieses Klebeband kann keine Seite irgendwie anders verrutschen. Sie sind in diese Position sozusagen gefangen. Ganz einfach. Und jetzt könnt ihr es irgendwie versuchen, ein bisschen zu befestigen. Jetzt könnte man auch noch mal Krepppapier nehmen oder so wie ich jetzt hier eine Zwinge, dass man das Ganze ein bisschen zusammendrückt. Man könnte auch einen Gummi nehmen. Ja, und das war's dann schon. Und dann heißt es bloß noch warten, dass es wieder trocken wird. Ja, ist es getrocknet, nimmt man diese Zwinge ab, zieht sich die Streifen mit dem Krepppapier ab und dann ist das, war's das auch schon gewesen. Ja, so einfach ist das. Wenn ich mir ein bisschen mehr Mühe beim Schneiden der Gehrung gemacht hätte, dann wäre das Ganze auch ein bisschen mehr im Winkel gewesen. Aber das war jetzt nicht das Wichtigste. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, mein kleiner Quick-Tipp. Das war's dann auch schon. Und wenn es euch gefallen hat, schreibt mir das unten in die Kommentare oder gebt mir einen Daumen hoch. Und wenn es euch besonders gut gefallen hat und ihr Neues erfahren wollt, dann könnt ihr mich natürlich auch abonnieren. Das kostet euch ja nichts. Also bis zum nächsten Mal. Euer Andi aus der Holzkiste. Tschüss, tschüss. Ich schau mein Holz, ich schau mein Holz, ich schau mein Holz.